Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Madison. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal ein bisschen gegrübelt, wie wir hier nach der Kerze weiterkommen, nach der Grünen, nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit von Hansi angegriffen werden. Ich bin vielleicht auf die Lösung gekommen. Und zwar habe ich gesehen beim Rendern jetzt von dem letzten Part, ist egal, welche Nummer das war, auf jeden Fall letzte Part. Dass nachdem ich die grüne Kerze aufgestellt habe, läuten die Glocken. Und vielleicht muss ich einfach mal in den Glockenturm. Das machen wir jetzt mal. Ich bin nicht drauf gekommen, ne? Also ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass ich zur Not zwischendurch mal vielleicht 2, 3 Minuten innerhalb des Videos ohne Kommentar dann das Video dann halt beginnt. Weil es dann halt durch die ganze Sucherei dann so, ne, sich ergibt, dass ich dann mal zufällig weiterkomme, bevor ich ein 20 Minuten Video mache, wie ich suche. Ist dann das Endergebnis direkt am Anfang so gesehen. Nochmal kurz so zusammengefasst. So. Das ist sogar richtig. Idiot, was mache ich denn? Ich war jetzt am Grübeln direkt, wo der Schlüssel wohin kommt. Untersuchen. Ja, aber mal schauen. Das passt hier auch nämlich. Ich meine, das wusste ich jetzt nicht mehr, aber grün auf grün. Grüne Kerze, Glockenturm auch grün. Nein, gut, sonst gibt es noch Internetforen oder so oder einfach einen Walkthrough gucken. Aber da dachte ich mir wirklich, denen das gar nicht. Wegen Spoiler, ne? Hinter passiert da irgendwie Sekunden später was. Und dann stehe ich da und weiß schon, was passiert. So, der Schlüssel ist vielleicht für den Sarg. Ne, hier ist kein, oder? Ne, hier ist kein Schlüsselloch. Der Sarg kommt auch nicht runter. Dann war nur ihr Gärten hier. Der Safe ist offen. Ja. Ja, jetzt offen. Ja, nochmal doch auf Nummer sicher nachgucken. Ja, dann bleiben nur noch jetzt die 50er oder 2022. Ah, vielleicht beim Beichtstuhl? Da war da, glaube ich, eine Tür abgeschlossen, ne? Ich will immer auf die Zahl klicken und denke, da passiert was. Ja. So, Hansi bleibt, wo er ist. Bitte. Ich habe nämlich jetzt einen Schlüssel. Jetzt wird es bestimmt ekelig. Ekelig. Noch nicht. Ich habe gedacht, da wäre eine Leiche drin. Hans Skelett. Goring? Ja, gut. Was ist das? Ah, wo kommt das denn jetzt nochmal hin? Ich meine, das ist. Hans Goring kommt auf dieses Podest hier. Auf die Stange, Schild, bla, irgendwas. Da, in den 80ern. In den 80ern, in den 80ern. Oh. Man sollte meinen, man gewöhnt sich nach der Zeit dran, ne? Aber Pustekuchen, also ich zumindest nicht. So. Buchstabe T. Madison Hill, 1944. Ein Buchstabe I meine ich. 1987. Ich habe eigentlich gedacht. Ach so, man hat aus diesem Schild von dem Hans einfach nur den Buchstaben rausgenommen. Okay.
Ich dachte, ich hätte zwei Sachen aufgehoben. Ja. Ich hab's geahnt. Bissel. Wieder die Glocken. Gehen wir mal nach oben. Diesmal habe ich es nicht verpeilt. Nichts vor allem. Oder jetzt in den 50ern in den Glockenturm. Ich hätte doch gerade Glocken gehört, oder nicht? Da spende ich jetzt wieder. Weil ich meine, ich habe sie vorhin überhört. Bildet es mir jetzt schon ein, wahrscheinlich, ja. So 100%. Hier flackern wieder fröhliche Lichter vor sich hin, ne? Doch scheiße. Jetzt nur die Frage, ist Hans jetzt auch weg? Ich glaube, der wird mir die Frage gleich direkt mal beantworten. Den habe ich wieder so erschreckt. Ja, immer noch das Gleiche. Hansi, bist du da? Ja, was hält? Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich jetzt mit den Räumen noch zu tun habe, ne? Die sind eigentlich abgeschlossen, würde ich sagen. Es bleibt nur noch der Schlüssel, der... Ja, das bleibt mir als Anlaufpunkt eigentlich nur noch der Glockenturm, vielleicht mal in den 50ern abchecken. Check. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder irgendwas übersehen oder verpeilt, aber ich meine... Ist offensichtlich, was passiert ist, ne? Fotografiert, puff, explodiert, quasi ohne Feuerwerk, ohne Feuer und verbranntes Bild. Ah, da waren noch Glocken. Ach, doch, war richtig. Ja. Foto macht und dann sitzt dann da so, die Frau. Nancy hieß die. Nancy! Nancy, mach die Tür auf. Nancy! Oh mein Hans, ey. Hans, hör doch auf! Ja, jetzt rein. Wohin, Mann? Shit. Nein. Du bist gemein. Oh. Da dachte ich schon, ja, Wolski, nix. Ich konnte den Schlüssel ja jetzt auch nicht beim Sarg aufheben. Das wäre vielleicht ein Punkt gewesen, ein Ansatzpunkt, aber nee. Ach so, scheiße, ey. Ihr Penner-Tapeten. Das ist doch alles frustrierend. Wenn du diese gleich mal besser wie gar nicht. Kleine Trippelschrittchen, wenn du das vorankommst. Oh, das nervig. Nein. Mag die 60er, 80er. Die Tacken lieber wie die 50er. Leider, weil Hans da nicht so nervt. Auf der Begleiter.
Nee, vielleicht war es ein Bug, vielleicht kann ich den jetzt aufheben. Die 30 Sekunden, die nehmen wir mal kurz. Mein Gott. Wie kriege ich die Tür da auf? Ach, was mache ich, Idiot? Ich meine, gut, hier hätte jetzt was wieder sein können. Ist aber nicht. Beim Sarg lag doch der Schlüssel. Oder sah wie ein Schlüssel aus? Den Schlüssel habe ich bei der Dingens benutzt. Beim Beichtstuhl. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Das ist total wirsch jetzt alles. Ich Idiot. Sorry. Das war jetzt voll wirsch. Aufregung geschickt. Ja, ich bin ehrlich, also ich hätte es gerne ein bisschen flüssiger, ne? Das ist echt alles so. Ja, mach mal, find mal heraus, aber deutlich. Ich meine, das kann ich. Ja. Ich geh jetzt nochmal zum Sack, das lässt mich nicht in Ruhe. Ja, ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich habe den Schlüssel in den Beichtstuhl gesteckt, aber der letzte Punkt war ja der Sarg. Der Sarg, den ich nicht mag. Nee, ist ja wirklich nicht schlimm, dieses, ja, mach mal, find mal raus und so. Das hatte ich vertan. Damit habe ich mich vertan, wo ich dachte, das wäre der Schlüssel. Aber es. Das was. Ich wollte nämlich sagen, das letzte war ja der Sarg halt. Mehr hatte ich gesagt, ne? Ist es her skull? Oh. Ach, Moment. Dumm. So. Wieder da hinten eben. It's sealed off. Warte mal, genau. Kamera. Nee. Tür ist auch nicht.
Na gut, das mit den Fotos hätte mich jetzt auch gewundert. Wahrscheinlich hier irgendwas. Auch nicht. Ja, super. Kopf durch die Wand. Das läuft. Also ich habe manchmal wirklich so die Momente, ich habe aus dem Stehgreif keinen Anhaltspunkt, ne, für die ersten paar Sekunden. Ich glaube, man merkt es auch. What? Ja? Okay, das war einfach nur richtig dann so. Oh ja, nehme ich. Du kleines Schwein. Aber ich glaube, das war jetzt gescriptet. Ja. Boah. Nicht mit Pech. Kann sein, dass ich dann wegrennen muss. Briggs? Ja. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig erschrocken, man zuckt zweimal innerlich halt. Aber ich war mehr so geschockt, weil ich jetzt dachte, jetzt passiert irgendwas, ne, was sein muss, so quasi. Und das reichlich. Weil hinter mir gibt's ja keine Tür. Ist er dann weg, aber vielleicht ist er ja dann wieder da, wenn er kommt. Oder halt so ein langer Flur, oder ja, wir werden sehen. Bringt ja nichts, jetzt irgendwas immer zusammenzuspinnen. Lag schon noch genug falsch. What? Oder weggedreht fotografieren. Nee, das funktioniert nach wie vor nicht. Ich werde damit jetzt am besten auch aufhören, mit diesem blöden Wegfotografieren. Das immer zu versuchen. Alles klar, die ist abgeschlossen nach wie vor, dann weiß ich jetzt. Ja, da bleibt ja nur noch die Flucht dann. Briggs? Ziegel. Sollte ich jetzt wieder sterben, dann werde ich zeitmäßig geht ja noch ein bisschen was halt schneiden. Das ist ein bisschen sinnfrei, ne? Wenn ich jetzt irgendwie 5 Fehler hintereinander mache, ich mal auf einer gehört dazu, ne? Lässt sich ja nicht. Vermeiden. Aber nutzt dich hier ab, ne? Mir beständig hier die hin und her gelaufen, weil zu gucken. Denke ich mal ganz stark.
komm. Gott. Die Attic. Die Attic. Okay. Wieder im Haus. Oder auf dem Dachboden. Mach nicht alles fertig. Schädel benutzen, somit. Nee, natürlich nicht. Haben wir nach wie vor nicht. Wohin jetzt mit dem Schädel? Schädel. John, John, this is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Dann wahrscheinlich den oder die siebte fehlende Verstümmelung irgendwie, ne, oder so. Boah, die Statue steht wieder da ganz woanders. Diesmal fällt's mir auf, ja. Ja, gut. Da würde ich sagen, eigentlich ein relativ guter Punkt, Feierabend zu machen. Ist ja quasi. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für eure Zeit. Wünsche euch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.